Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit den Oreo Crunchies im Test und die habe ich aus dem aktuellen Netto-Angebot mir besorgt. Für 1,26 Euro. Die Milka Mini Cookies gab es dort auch noch für 1,26 und die verlinke ich euch am Ende des Videos, denn die habe ich bereits getestet und ich fand sie wirklich überraschend lecker. Die Milka Mini Cookies. Oreo Crunchies klingt irgendwie neu, es steht auch neu drauf, aber die kennen wir doch schon alle aus dem Action oder irgendwelchen anderen Läden. Ihr kennt doch wahrscheinlich auch diese Plastikbecher mit diesen kleinen Mini-Oreos. Und ich glaube, das sind doch die gleichen, oder? Die sind doch einfach nur Mini-Oreos, jetzt mit neuen Namen als Crunchies und neuer Verpackung in der Tüte. Es sind übrigens insgesamt 110 Gramm drin. Und ich bin so gar nicht gespannt, wie die schmecken, weil ich glaube, die werden wohl wie Oreos einfach schmecken, nur in kleinerer Form. Trotzdem gucken wir uns die mal ganz genau an. Wie klein sind sie wirklich? Und schmecken sie denn wirklich noch nach Oreo? Das Verhältnis von der Creme zum Keks. Da komme ich hier schon ins Stottern. Aber wir schauen uns die mal ganz kurz in Großaufnahme an. So sehen die Oreos in der Tüte aus und so sehen sie ausgepackt aus. Ich habe schon ein paar rausgeholt und ich bin doch überrascht, denn die sind, meine ich, etwas flacher als diese Mini-Oreo-Kekse aus den Plastikbechern, die ihr vielleicht auch aus den USA kennt. Kommen mir flacher und etwas voluminöser vor. Ich bin gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sie gleich schmecken werden. Und jetzt wurde ich doch noch überrascht. Ich bin wirklich gespannt, wie die schmecken. Und das Verhältnis zwischen Keks und Creme ist anders als erwartet. Ich dachte, der Keks wäre ein bisschen dicker. Aber ich finde es gut. Es erinnert mich so ein bisschen an die Oreo Sins. An diesen hauchdünnen Oreo-Keks. Und die finde ich auch mega geil und richtig gut gelungen. Wie ein Oreo Sins in Mini. Also von daher doch irgendwie ein bisschen neu. Und ich mag das. Das ist irgendwie ein richtig cooles Verhältnis. Vom Keks zu Oreo Creme. Besser, leckerer und cooler als erwartet. Cool. Ein leckeres Produkt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die neuen Crunchies von mir. Haben den Oreo-Keks nicht ganz neu erfunden, aber ich finde die Form ganz süß. So klein kann man die bestimmt gut als Topping verwenden. Bekommen die von mir stolze 9 Punkte. Wirklich Oreo-mäßig lecker. Gut geworden. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.